Ja, hallo und willkommen zur nächsten Folge Tomb Raider mal wieder. Weil es sind schon 3 Monate vergangen, stelle ich fest. 3 fucking Monate oder 2 Monate. 2 oder 3 Monate. Das ist so lang, das ist so ewig lang. Ja, und jetzt spiele ich mal wieder The Forest. Ja, das ist The Forest. Nein, Tomb Raider und Lagerfeuer war mal letzte Folge schon. Es ist so lang her, ich weiß gar nichts mehr. Also deswegen, ich latsche es einfach mal da entlang und ich hoffe mal, dass alles passt. Okay. Ein Speicherpunkt. Ich habe noch alle Waffen. Gut. Nein, nicht das Gewehr. Hallo? Ach du Scheiße. Alter, Kopf übelst ist frei. Echt. Scheiße. Was halt? Ausrüstung erhalten. Eine neue Ausrüstung. Ah. Kann man da schießen. Mit. Achso, mittleren Maustaste. Aha. Und dann. Geil. Erstmal looten. Das war ein Stuhl. Halten ja die aus, das ist doch der Wahnsinn. Headshot. Headshot. Der ballert einfach rum und passiert aber gar nichts. Die besten Schützen ever. Ach, der Redenator schreibt mir gerade. Und ich. Ach. Erstmal looten. Erstmal Pfeile. Und. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Halt, nein. Okay, was hat das jetzt getan? Dass er jetzt so jetzt Sachen. Meine Meister Sprengstoff. Nein. Was soll denn das auch hinschwimmen? Was? Halbfeil, mittlere. Ja, weiß ich doch. Weiß ich doch. Komm schon. Ich hoffe mal. Eh. Ich hoffe mal, ich komme jetzt wieder hoch. So. Hä, ja, was? Und nun? Und jetzt sind die Teile runtergefallen. Hä? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich springe jetzt einfach mal da. Alter, warum? So. Vielleicht darüber? Soll ich darüber? Ich weiß nicht, wo ich da und so. Blute ich erstmal aus. Warum nicht? So, ich da hoch. Toll, ich jetzt schon dachte, ich wäre tot. Aber nein, Gott sei Dank nicht. Hallo, geh darauf. So. Und jetzt nochmal dieselbe Kacke. Wie man wahrscheinlich sehen kann, ich habe einen neuen Stuhl, beziehungsweise meinen alten Stuhl wieder. Meinen neuen alten Stuhl. Weil der andere Stuhl war ein bisschen. Er ist nicht kaputt, aber mit der Zeit unbequem und jetzt habe ich einfach mal diesen wieder hergenommen. Jetzt kommt es rauf. Kommt hier rauf. Hä? Ach! Geil. Wieder ein bisschen Bergungsgut oder Loot. Pfeile sind voll. Das ist gut. Ich spring halt da einfach runter. So. So meinte ich das. Ich hör da einfach mal da entlang. Okay, da speichere ich jetzt also bin ich richtig. Hoffe ich mal. Was sind schon wieder die komischen Teile? Was? Seilbrücken. Benutzen das was? That looks like a good spot to hook into. Kann ich? Oder? Ach so. Ach so, ich wollte das Teil jetzt hier ziehen. Ach. Ja. So geht's natürlich auch. Oh. Praktisch. Wie komme ich wieder runter? F, I. Hallo? Q? Nein. Hä? Hey. Springen auch nicht? Hey, wie komme ich jetzt wieder runter? Nein, wie komme ich jetzt?
Wie? Ach, springen und EF. Alles klar, muss man nachher erstmal können. Ist da drin Pfeile? Brauche ich aber sonst nicht. So. Da ist eine Tür, die ist aber verschlossen. Oder Moment mal. Wenn das Teil schon so komisch da ist, müsste es doch. Ja! Funktioniert. Geil, jetzt kann ich auch die anderen Türen öffnen. Cool. Kodierungen überlasse ich auf jeden Fall so nicht zu stark. Uiuiui. I'm really glad you moved. You and me both, girl. One moment they were fine, the next. There was this storm, it came out of nowhere. It's not your fault, Lara. I called them here, Roth. Hey, we'll find another way. Mayday, mayday. Co-pilot, Jessica Barrett. Another pilot. 1-7-7-8. Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, badly hurt when I landed in need of pin 8. Is anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal. Please respond. Damn it, he can't hear me. I have to get to him. No. His signal's just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Sometimes you've got to make sacrifices, Lara. You can't save everyone. I know about sacrifices. No. You know about loss. Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. I can't choose to let him die, Roth. Erreichen Sie das Rauchsignal. Kann ich da lang? Nein, da kann ich nicht mehr lang. Okay. Das Rauchsignal sieht aber geil aus. Blauer Rauch. Jetzt ist grauer Rauch, aber hey. Also muss ich wahrscheinlich da komplett runter, da wieder darüber und da wieder rauf. Na toll. Geht das? Mit diesen auch? Ich hoffe mal. Wenn nicht, verkacke ich jetzt gerade. Steckt ihr das nur mit dem Pfeil da rein? Ich würde mich da nicht ranhängen. This hut looks clear. Damn. We ain't gonna find anyone up here. You're probably right, but we got orders. Ach du Scheiße. Head down and join the others at the plane. You keep checking these ruins. What the hell? God damn you! Hat sie mich getroffen? Hat er mich getroffen? Nein, gut. Huch, das Bergung ist gut. Gut, kriege ich mal wieder meine Pfeile zurück. Danke. Nein, die kill ich nicht, die Hasen. What's your situation? We followed a group of men to some kind of city. This place is insane. Ja. What the hell are they doing here? I don't know, and I don't think I want to know. A kind of mortar and pestle, probably used for preparing medicinal herbs. Richtige Maustaste. Ah. Okay. He signed up Sam or Whitman. Nothing yet. Are you with Lara? Yes. Okay. We'll be heading down the mountain soon to meet up with you. So. Okay. Wie kann ich jetzt noch mal die? Keep this channel open. Keine Ahnung. Nee, das kann man ja nicht zerbrennen, weil da ist er. Warte mal, wo muss ich hin? Darüber muss ich, also könnte ich theoretisch die fette Seilbahn nutzen. Praktisch. Von hier. Ja, könnte ich nicht. Mein Gott, ich will immer rennen, aber es passiert natürlich nichts. Hui. Nein. Guter Speicherpunkt. Ist da irgendwas? Nein, da ist nichts. Okay, dann schauen wir weiter. Die Hasen verhalten sich ein bisschen strange, aber ey. Da ist das Signal. Da. Komm ich? Komm ich darauf? Kann ich eigentlich? Nein, kann ich nicht. Also muss ich einen langen Weg gehen. Hätte man ja auch theoretisch einen kürzeren Weg hernehmen können, aber. Ja. Ich weiß nicht, ob ich letzte Folge über Controller gespielt habe oder über Tastatur. Und Maus habe ich. Also Leon. Ah. Hallo? So. Come on, we
gotta get back. Shut up and let me finish. Hey, what the hell? Nirgends sonst, okay. Da noch looten. Okay. Die stecken einfach mit den Dingen rein. Ich würde das nicht machen. Ja, okay, aber okay. E und F. Heavy. Wie springt man da ab? Mal in die Einstellungen schauen nach der Aufnahme, weil ich drücke da irgendwelche Tasten. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Oh nein, Kartierung gelassen. Ach, mit Shift. Okay, jetzt weiß ich's. Kann ich nachher weggehen? Geht's da lang? Da geht's auch irgendwo lang. Geh ich mir erstmal dahinter. Wo geht's hier entlang? Es hat er gespeichert, also. Interessiert mich das jetzt eigentlich schon, was da hinten ist. Okay, da ist so eine Art Höhle. Bergung ist gut, immer gut. Wo geht es da hin? Sind das Knochen oder ist das Gold? Das sieht so aus irgendwie wie Gold. Okay, ich gehe mal wieder zurück. Ich gehe mal wieder schön zurück. Zurück! Jetzt weiß ich, warum ich den Stuhl nicht mehr hergenommen habe. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber... Der Stuhl ist ein bisschen kaputt. Aber er hält noch, also... Solange das er noch hält und bequem ist, auch, also... Dann gehe ich mal wieder zurück. Weil ich wieder zu dem Rauch, zu dem blauen Rauch... Darüber muss ich ja natürlich. Wäre ich dann schon wieder falsch gegangen? Ich hier? Muss ich hier oder hier? Ach, ich mach hier. Bam. Nein, da entlang. So. Komm ich darüber? Na, da. Some kind of container. Oh nein. Who left these behind? Moment mal. Wo muss ich denn da rüber? Ach, scheiß doch drauf. Ich probier's jetzt einfach mal. Ich spring jetzt einfach mal rüber. Ich hoffe mal, ich schaff's. Von hier nach hier. Ach, weißt du was? Ich bin jetzt einfach da rüber. So, sammelt es mal ganz kurz ein. So wieder Bergungsgut. Und dann hoffe ich mal, dass ich auch von diesen Teilen. Nein! Du sollst nicht anziehen, du sollst das befestigen an diesen Teil hier. Moment mal, ich gebe das hier wenigstens. Nein. Erleuchtung. Ich bin erleuchtet. Oh nein. Kann ich? Da, oder? Nice. Wie? Jetzt rüber? Da auch. Jetzt bin ich da. Ein Buch! It is time for me to leave this accursed island. I have seen enough of Yamatai. I cannot explain the power the Sun Queen wields, but it is not of this earthly plane. As I suspected, she knew my intent the moment I set foot on this island. She has manipulated me to
toyed with me to see what information I would seek, but she always knew. If I am allowed to leave this place alive, I must warn my lord, warn him that we should avoid Yamatai at all costs. Yamatai. If we wish access to her seas, we should pay any tribute she requires. But we should never cross the Sun Queen. To do so would lead to our ruin. Of the other things I have seen, those dark horrors, I can never speak of again. Yeah. Da muss ich rüber, aber da, doch, da komme ich rüber. Bam. Und einfach rüber. Oh nein. The fuck, das kam jetzt sehr unerwartet. Das kam jetzt so kack. Ach, okay, reiß ab. Sag ich doch. Wenn die komischen Käsewände da sind, also dann ist alles okay. Captain Jessup! Why did he go? Wahrscheinlich dahin. Wo geht's sonst nicht? Sonst geht's ja nirgendwo dahin. Also gehe ich mal den Weg entlang. Erstmal bergen ist gut. Und dann die komische Buddha-Figur. Buddha! Hallo? Figur? Nein, die kann ich ja doch nicht anzünden oder was. Hey Lara, Russ told us about the plane. Don't worry, there's gotta be another way off this rock, right? I hope so. Any sign of Sam? Yeah, we tracked her to some old Japanese palace. I don't like the sound of that. Hey, don't worry, she's probably just, sightseeing. You're a terrible liar, Alex. You have to be careful in there. Good luck. Ja. Das ist auch so eine Buddha-Figur, die kann ich nicht anzünden. Okay. Ein Lager, da kann man doch wahrscheinlich speichern. Okay, mal infizieren. Geil. Ausrüstung. Spaß. Was? 17 Minuten schon? Ich hätte gedacht, so 10 Minuten. Der Bogen kann ich noch ausrüsten. Auswählen oder Pfeile. Gewickelte Seile. Alle 250, das habe ich. Das ist noch nicht. Also gewickelte Pfeile ist noch nicht. Verstärkte Wurfarme. Oder Schlüsselringabzug. Abzug. Schuss. Okay, das mal. Nein, dann war's das. Weißt du, was sind meine gewickelte Pfeile? So, Fähigkeiten habe ich auch noch. Schmerztoleranz soll ich? Ja, das ist er nicht. Oder? Schmerztoleranz wäre eigentlich ganz gut, weil dann kann ich wenigstens mehr einstecken. Weil ich werde oft getroffen und deswegen ist es ein bisschen blöd, wenn ich jetzt halt, nach jedem Mal verrecken würde. Geht's da wieder raus oder geht's da wieder rein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da geht's wieder raus. Ja, da geht's wieder raus. Das ist die Figur. So, weiter geht's. Jetzt geht's weiter. Huch, das ist doch irgendwas gut. Das nehme ich nur mit. Ich nehme alles mit, was gibt. Zumindest, was ich sehe. These ruins predate the Kofun period. Wo bin ich Pilgrimage. Da?
Moment mal, jetzt kommt mir das sehr bekannt vor. Queen. Himiko? Oder nein? Captain Jessup? Ich will da nicht rüber. Oh mein Gott! Okay. Geil. Also das ist, nenne ich mal, geil. For a child, you've caused me a great deal of trouble. But you're just as naive and predictable. Kill her! Theoni! The Guardians are here! Whoa. Japanese, I know. Japanese. Auf. Okay. Ach du Scheiße. Wow. Gespeichert? Das machen wir natürlich nächste Folge bei Tomb Raider. Ja, also morgen wahrscheinlich dann, weil ich lade das jetzt dann um, jetzt ist gerade mal 15 Uhr, also ich werde das ungefähr, ich muss noch eine Zeit irgendwie sagen, dass ich Freitag 17 Uhr, Samstag 18 Uhr und sowas halt. Aber das soll es gewesen sein für diese Folge. Damit danke ich mich fürs Ansehen dieser Folge. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder bei Tomb Raider. Ja, und ich hoffe mal, ich sehe jetzt dann die Aufnahme an, weil stand immer bei OBS Codierung überlastet. Ich weiß nicht, an was das hängt. Jetzt habe ich schon anderen Codierer verwendet, aber stopp wieder, Codierung überlastet. Hä? CPU-Last ist bei 11%. Und GPU-Last ist auch nicht ausgelassen, weil sonst würde es ja ruckeln wie nochmal was. Hä? Eins kann sein, die Festplatte, dass ich jetzt einfach mal eine Testaufnahme mache, dass ich auf der SSD mal ein bisschen aufnehme. Aber das ist ja auch keine dauerhafte Lösung, weil wenn ich zum Beispiel einen Aufnahmemarathon für, keine Ahnung, 2-3 Stunden mache, ist die SSD locker voll. Ja, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Nur als Begründung, warum das ruckelt. Es ist keine Entschuldigung, das ruckelt. Aber ich hoffe mal, in der nächsten Aufnahme ist das nicht mehr so. Wenn es geruckelt hat. Ich weiß nicht, wenn es manchmal leicht nachgehängt hat, dann ist die Codierung. Aber ja, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Ja, also dann. Euer Eigel, jetzt ist raus. Bis zur nächsten Folge bei Tomb Raider.